Herzlich willkommen. Ganz kurzes zusätzliches Video zur Beantwortung der Wiederholungsfrage zur Einheit der vergangenen Woche, Goldrausch in Siberia, Teil 1. Da ging es ja um Domainnamen und in der Wiederholungsfrage um die Pfändung von Domainnamen. Und zwar der folgende kleine Fall gestellt. Schuldner S. ist Inhaber der attraktiven Domain use-romanum.de. Dass das eine ganz besonders attraktive Domain ist, hat offenbar allen eingeleuchtet. Und dem Gläubiger G. steht nun ein Vollstreckungstitel über einen hohen Geldbetrag gegen S. zu und den möchte er vollstrecken, indem er in die Domain vollstreckt. Nach welchen Vorschriften ist das möglich? Letztlich kein richtiger Fall, sondern nur mühsam bemäntelt die abstrakte Frage, wie kann man in Domains vollstrecken? Und positiv ist zu bewerten, dass fast alle Bearbeiterinnen und Bearbeiter der Wiederholungsfrage das Richtige getroffen haben, indem sie sich für Vollstreckung nach § 857 ZPO entschieden haben. Das trifft jedenfalls nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs das Richtige. Weniger erfreulich war, dass nur 6 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Wiederholungsfrage bearbeitet haben. Es wäre schön, wenn in Zukunft noch einige mehr vielleicht sich für die Wiederholungsfragen interessieren würden. Das ist für Sie, denke ich, eine gute Übung. Für mich eine gute Rückmeldung. Schauen wir uns schnell die Alternativen an. Paragraph 808 ZPO wäre die allgemeine Pfändung von Sachen des Schuldners. Ich hatte ja großen Wert darauf gelegt, dass die Domain keine Sache ist. Auch nach der Sicht des Bundesgerichtshofs ist sie keine Sache und es besteht auch kein besonderes dingliches Recht daran, sodass sie irgendwie dem Sacheigentum vergleichbar behandelt werden könnte. Man kann auch keinen Kuckuck, kein Pfandsiegel auf eine Domain kleben. Insofern kam das nicht in Frage. Eine Bearbeiterin oder ein Bearbeiter hat das anwenden wollen. Ich hoffe wenigstens analog. Das trifft nach der herrschenden Auffassung nicht das Richtige. Zweite Möglichkeit war die Vorschrift des Paragraphen 829 ZPO. Da kommen wir der Sache schon näher, denn da geht es um die Vollstreckung in Geldforderungen, also die Pfändung von Geldforderungen. Wird also eine Forderung, die dem Vollstreckungsschuldner gegen einen Dritten, den Drittschuldner, zusteht, gepfändet und der Drittschuldner muss dann letztlich an den Vollstreckungsgläubiger zahlen, dadurch kommt er zu seinem Geld. Dass das nicht direkt passt, ist auch klar, denn die Domain lässt sich ja nicht in dieser Weise einfach zu Geld machen, sie ist keine Geldforderung, die irgendwann bezahlt wird. Auch Paragraph 847 ZPO passt nicht, das ist eine besondere Form der Forderungspfändung, wo es um Ansprüche auf Herausgabe einer Sache geht, auch das hat mit unserer Sache nichts zu tun, aber Paragraph 857 ZPO passt. Der besagt, dass die Vorschriften über die Forderungspfändung im Wesentlichen analog anzuwenden sind auf die Pfändung sonstiger Rechte. Wir haben es eben nicht mit einer Geldforderung zu tun, sondern mit einem ganzen Bündel von schuldrechtlichen Ansprüchen, eben mit den Ansprüchen aus dem Vertrag zwischen dem Vollstreckungsschuldner S und der DNET, DENIC EG, also dieser Registry, die die DE-Domänen verwaltet. Und dieses Bündel von vertraglichen Rechten des Domain-Inhabers gegen die DENIC, das macht den Domainnamen aus. Nochmal, keine Sache, kein neues, neuartiges, dingliches Recht, einfach eine schuldrechtliche, vertragliche Beziehung. Aber schuldrechtliche Beziehungen unterliegen eben, so wie Geldforderungen auch, Pfändung, können im Weg der Zwangsvollstreckung zu Geld gemacht werden. Und das geschieht, indem das ganze Bündel von vertraglichen Rechten nach 857 ZPO gepfändet wird. In Analogie zu Paragraph 829 ZPO braucht man einen Drittschuldner, also jemanden, dem das Gericht verbieten kann, an den ursprünglichen Gläubiger, den Vollstreckungsschuldner zu erfüllen. Das wäre hier die DENIC EG, der wird also diese Pfändung zugestellt. Und verwertet wird das Pfand dann entweder durch Veräußerung oder Versteigerung, also indem die Domain zu Geld gemacht wird, verkauft wird, oder aber indem die Domain, wie man sagt, dem Gläubiger an Zahlungsstatt überwiesen wird. Das heißt, der Gläubiger bekommt die Domain, darf sie behalten und selber nutzen. Dafür wird der Wert der Domain geschätzt und dieser Schätzwert ist dann der Betrag, der dem Schuldner gutgeschrieben wird als Zahlung auf die zu vollstreckende Schuld. Soweit also in äußerster Kürze die Beantwortung der Wiederholungsfrage. Nochmal die Bitte, doch vielleicht künftig in größeren Zahlen diese wieder zu beantworten. Aus der Frage sollten Sie nochmal lernen, dass Domainnamen, obwohl sie nicht als Rechtsgut eigener Art anerkannt werden, obwohl es kein besonderes dingliches Recht an ihnen gibt, trotzdem wichtige und schützenswerte und gut verwertbare Vermögenswerte sind. Vielen Dank.